Peace. Willkommen zu diesem gar nicht ausschweifenden Video. Im Grunde sieht man im Hintergrund nur eine kleine Dance-Footage und das ist eigentlich bloß ein Video wie für jeden anderen Hans, so bla bla, Merry Christmas und gute Rutsch ins neue Jahr und bla. Einfach nur mal so auf entspannt ein paar Worte geäußert. Ich schätze, das Video wäre die 24., 25. vielleicht hochladen. Schauen wir mal. Tja, damn it, Alter. Es ist fast Weihnachten 21. 23.12.21. Es ist, bam, schon wieder ein Jahr vergangen und leck mich am Arsch. Hat sie einiges da, aber 22 wird sehr, sehr krass, Alter. I feel it. Ich meine, es ist schon wieder eine 12 am Monatsplatz, Alter. Ich meine, ehe man sie versickt, ist schon wieder 10, 22 oder 11, 22. Und dann sind wir genau wieder an dem selben Punkt, wo wir jetzt sind. Und dann knockt auch schon 23 Uhr. Und dann im selben Moment 24. Ich bin jetzt 21, damit. Nächstes Jahr 22, dann 23. Alter, die Zeit rast. Ich hab's ja schon x-mal erwähnt, aber um mal ein bisschen zu Weihnachten zu kommen, wünsche ich euch natürlich eine schöne Bescherung und schönes Festl und so, bla bla. Schöne Feiertag, schönes Silvester, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, zu Weihnachten allgemein wollte ich mal gesagt haben, diese ganze Konsumscheiße ist doch der übelste Bullshit. Ich meine, wie im fucking reichsten Westen, fühlt sich zumindest so an, beschenken uns mit irgendeiner Scheiße, die wir eigentlich sowieso nicht brauchen und währenddessen verrecken die Kinder auf der anderen Erdhälfte. Wenn ich es mal jetzt so aussuchen kann, Alter, ich brauche jetzt nicht den X-Triple Wagon Chick Ferrari 2000 Schlag mich tot. Das geht, wenn ich wohl ich kann diesmal genauso selber kaufen, aber das Geld, Alter, das kann jemand anders, der es wirklich, wirklich braucht, viel mehr gebrauchen. Also meines Erachtens kann man sich doch einmal so unterm Jahr ein oder mehrere Geschenke machen, ebenso mit Geburtstage. Keine Ahnung, ist das jetzt so der eine elitär ausgewählte Tag, an dem er sie oder an dem er dem Geborenen was schenkt? Denke ich mal, kann man doch viel mehr übers Jahr verteilen oder einfach diese wertvolle soziale Bindung zum anderen Menschen, dass man das einfach mehr so als allgemeines Geschenk sieht. Weiß nicht, also, dass man sie auf den Tag so hart fixiert und irgendeine Scheiße kauft, die man sowieso nicht braucht, was dann im optimalsten Fall auch noch von den armen Schlucker da unten produziert worden ist, die wo im selben Zug, wie wir uns das überreichen, verrecken, ist meines Erachtens übelster Bullshit. Also sämtliche Geschenke, ja, schön und toll, aber brauche ich's? I doubt it. Ich glaube nicht. Braucht man die da unten, die Kohle? Definitiv. Keine Ahnung. Das Jahr kann ich gerne was ohne ihm haben, aber alles, was man kriegt, Alter, brauche ich nicht. Und wenn ich's brauche, dann kann ich's mal genauso gut selber kaufen. Aber meines Erachtens einfach gesellschaftlicher Bullshit, den man dringend mehr abschaffen sollte. Weil ich mir auch so überlegt habe, weil ganz, ganz anderes Thema, Beerdigung. Aber denkt so, sollte ich jemals verrecken? Wie kämen man die Leute drauf, dass man sie da irgendwie einen Sarg für 80, 100, 200, 3, 4, 500, das geht ja bis zu den Tausender hoch, dass man sie da irgend so ein Holzstück kauft, was dann gefühlte 5 Minuten an der Oberfläche ist. Und dann wird es in das Loch hinabgesenkt und dann sickt es nie wieder euer Schwanz. Also meines Erachtens, ob du jetzt 800 Euro in irgendein Holzstück investierst oder ob du die 800 Euro einfach so vergrabst, da sieht jetzt nicht viel Unterschied dazwischen. Ich meine halt wirklich so, Alter, was juckt's mich, sobald mein physischer Körper tot ist, was damit noch weiter geschieht. Also ich meine es ernst, ich werde in mein Testament eintragen, dass man meinen toten, dreckigen Leichnam, der wohl schon nach ein paar Tagen von tausenden Maden durchsiebt wurde, dass man den in einen scheiß Sack packt und in das scheiß Beerdigungsloch einpfeffert, Alter. Oder allermaximalst irgendeine neutrale Holzkisten nimmt. Ich glaube, es besteht in Deutschland sowieso eine Sargpflicht oder so. Das Maximum, was ich meinem toten, wertlosen Körper geben kann, ist wirklich so neutrale, quaderförmige Holzkisten und eine in das Scheißloch und gut ist, Alter. Kann ich jeden anderen nur auch empfehlen. Ich meine, da werden wieder, keine Ahnung, sagen wir mal 800 Euro ausgepfeffert für
Für nix, Alter. Das kann man sich sparen, Alter. Diese 800 Euro können auf der anderen Erdkugel Leben retten. Wirklich braucht durch das kein Schwanz, Alter. Ja, was gibt's noch zum Sagen? Zu meiner Arbeitssituation wollte ich mal erwähnt haben, war jetzt ein bisschen im Einzelhandel tätig. Und weil ich immer noch nicht etwas habe, was einige andere schon haben, bin ich mehr oder weniger gerade zum Homeoffice verdonnert worden. Dadurch hat sich meine Arbeitszeit gesenkt. Jetzt tue ich halt nur noch 4 Stunden irgendeinen Schmarrn umschreiben, was man halt daheim machen kann. Habe ich eigentlich nichts dagegen, so wie es ist. Verdiene halt weniger, aber ich will von dieser ganzen kapitalistischen, materiellen Scheiße sowieso weg. Und zukünftig werde ich mal einen Job holen, da wo ich nicht mehr als 20 Stunden arbeite. Alles andere ist eine Zumutung. Kann sich natürlich jetzt nicht jeder leisten, aber ich will gerade mal so viel verdienen, dass ich halt angemeldet bin, dass die Versicherungen und die ganze Scheiße noch weiterlaufen kann. Aber ich glaube, man muss genau ab 450 Euro ist, glaube ich, noch nicht versichert. Aber wenn du 451 Euro Lohn kriegst, dann bist du schon auf der safen Seite. Genau, also ich will keinen Finger mehr krumm machen als wie nötig. Alles andere ist Bullshit, Alter. Verdienen wir da irgendeine Kohle, die ich sowieso nicht brauche? Ich weiß nicht, wie lange das noch weiterlaufen kann. Also, wenn mein Chefin gesagt hätte, dass wenn ich jetzt das nicht habe, dass ich halt gleich ausfliegt, dann war es halt so geschehen. Aber das ist eine sehr, sehr gute Frau und deswegen hat sie mir das so angeboten. Man meint bis Januar, Februar vielleicht. Mal schauen. Vielleicht kann ich da noch was anderes aushandeln, aber mehr als 20 Stunden arbeite ich auf keinen Fall. Mal schauen, was passiert, weil so eine kleine Reise, Weltreise, darf mich schon sehr, sehr umweigen. Also, keine Ahnung, kann mir gut vorstellen, dass Januar, Februar, dass da so in dem Bereich es vielleicht losgehen könnte. Jetzt noch nicht so große wie erwartet, aber wie gesagt, ein bisschen Zeug zum Stacken und auf den nächsten Güterzug. Oder per Anhalter, oder zuerst, irgendwo in einer schöne, nice, warme Gegend, Alter. Alles, was ich brauche, ist eine gute Kalorienanzahl am Tag. Ah, und ein Plätzchen zum Schlafen war nicht schlecht. Also, das glaube ich, werde ich sowieso auf YouTube ein bisschen dokumentieren und da Vlogs anfertigen. Also, das wird sehr, sehr sick. Ja, schauen wir mal. Also, 220. Oh, 220 wird krass. Wird grundsätzlich krass. Ah, wenn ich jetzt gar nicht von Partie bin. Sind wir schon in einem sehr großen Wandel, meines Erachtens. Ja. Ansonsten. What the fuck? Es ist so, es war einfach umgehend ein Jahr geskippt worden. Oh, geleckt mir doch. Mal schauen, was als nächstes Video kommt. Das ASMR-Video habe ich schon aufgenommen. Das muss ich jetzt endlich mal cutten. Jetzt habe ich endlich das andere Video vom Eis. Jetzt kann ich mal mit dem widmen. Nachdem ich mit dem Video gewidmet habe, ist klar. Ja, ich habe für den Moment nicht mehr zum Sagen. Also wünsche ich euch ein wunderbares Jetzt. Solltet ihr irgendwelche Ideen, Inspirationen, Fragen oder irgendwas haben, Alter, haltet euch nicht zurück. Da kann man gern mal kommentieren oder so. Was weiß ich. Ja. In diesem Sinne, hauen Sie rein, ein schönes Jetzt gewünscht und bis zum nächsten Video. Peace out.